spontanes Video, weil ich wurde angesteckt von der Netto-Sucht. Netto, der mit dem schwarzen Scotty, ist ja hier bei uns in Schleswig-Holstein gerade so Dithmarschen nicht ganz vertreten oder überhaupt nicht vertreten. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich war jetzt in Wacken. Da ist ja der einzige schwarze Netto mit dem Scotty. Ich kenne ihn von früher, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern und da ist er natürlich massenhaft vertreten, genau wie Norma und so weiter. Das gibt es ja hier alles gar nicht. Und ich hatte meine Mutter heute Morgen losgeschickt, weil es gab am Montag, den 18., gab das Bastelsachen. Was heißt Bastelsachen? So ein bisschen Deko-Gedöns, so Sticker und Papier und für Scrapbooking und dieses Hand-Lettering und so ein Kram. Und mir ist das erst gestern aufgefallen in einer Facebook-Gruppe und habe ich gedacht, oh nein, ich schnell meine Mutter angerufen. Die ist heute Morgen gleich hin, die hat noch ein paar Sachen bekommen, die kriege ich geschickt. Und ich bin dann selber nochmal losgefahren nach Wacken und habe geguckt und ich habe tatsächlich noch was gefunden. Ich habe gefunden, unter anderem, das war echt eine witzige Geschichte, das sind hier so diese Schablonen und die waren in einer Plastikhülle noch drinne. Und ich nehm mir die bei Netto und denke so, ja toll, gut, zwei Stück, okay, ja, bezahlt und so, 1,99. Und dann gucke ich zu Hause, mache die Packung auf, da haben die vergessen auszupacken und dann waren das diese 6 Stück. Ich habe jetzt für 6 Stück 1,99 bezahlt, obwohl man für 1,99 bezahlt. Also die haben das vergessen aus dieser Packung zu nehmen und mir ist es auch erst hier zu Hause aufgefallen und ich sage zu meiner Tochter, ich sage, hä? Ich sage, guck dir das mal an, ja. Nur behalte ich 2 Stück und ich hätte noch mal 2 Sets abzugeben. Also wer die gerne haben möchte, kann sich bei mir melden. Die sind dann praktisch zu erwerben, weil was soll ich damit? Das ist ein bisschen zu viel. Hab mich aber tierisch gefreut. Sind jeweils 2 Stück drin. Ich kann ja mal kurz reingucken. Oder muss ich dafür die Packung auseinandernehmen? Ja, ich muss sie auseinandernehmen. Einmal wäre so und einmal wäre dann so das Muster. Man sieht das auch hier hinten drauf. Also das sind die beiden jeweils. Und echt, da haben die das vergessen, aus der Packung zu nehmen. Ich meine, ist ja nicht meine Schuld, ne? Und mir ist es natürlich auch erst zu Hause aufgefallen. Dann gab es wie nennt man die denn noch? Keine Ahnung, die haben eine bestimmte Bezeichnung. Ich kann mir das immer nicht merken. Und die hat meine Mutter mir auch noch 2-mal besorgt. Da sind dann diese Sachen drin, ne? Fand ich total toll. Und noch einmal diese. Und die habe ich auch schon mal aufgemacht. Da wollte ich euch das mal ganz kurz zeigen. Also das ist wirklich gigantisch, boah, was da drin ist. Es ist wirklich von allen Sachen jeweils 2-mal drin. Es ist stellenweise schlecht ausgestanzt. Also ich musste bei manchen Teilen, so wie jetzt hier bei diesem Radio, musste ich hier noch das wieder ausstanzen und hier ist auch noch, hier sind immer noch so kleine Fribbelse zwischen, die nicht richtig ausgestanzt sind, aber da, die kriegt man ja schnell ausgedrückt und es ist ziemlich dünn, also es ist sehr dünnes Papier, nicht so wie bei diesen Originalen, die man jetzt bei Kreativbund und so weiter kaufen kann von Doodlebook oder wie auch immer sie heißen, die sind dicker. Aber ich finde, da kann man echt nichts verkehrt machen. Und es ist echt eine Masse, ne? Also da habe ich echt gut was von. Und meine Mutter hat mir das auch noch 2-mal besorgt. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und die haben 1,49 gekostet pro Packung. Und die habe ich jetzt noch nicht aufgemacht, aber die will ich auch noch mal jetzt die Tage noch mal aufmachen. Oder später nachher. Die beiden. Dann habe ich noch diese Rahmen bekommen. Können wir auch mal aufmachen. Da sind 8 Stück drin, auch jeweils für 1,49 €. Da ist einmal der. Einmal in Weiß. Einmal in Schwarz. Einmal in Gold. Gestreift in Gold. Ja, so in Schwarz mit kleinen süßen Herzchen und mit den Pfeilen. Und die sind selbstklebend. Also die kann man hier hinten... Ist so eine Folie dran und die kann man dann abholen. Fand ich total cool. Die habe ich jetzt einmal und meine Mutter hat sie mir, glaube ich, auch noch 1 oder 2-mal besorgt. Bin mir jetzt nicht sicher. Das gab es, wie gesagt, 1,49 €. Dann habe ich noch einmal diese Holz,
Rahmen bekommen. Können wir auch mal kurz reingucken. Die habe ich selber auch noch nicht ausgepackt. Ja, die sind auch nicht so dick. Sieht man ja. Echt schick. Ich bin eigentlich nicht so der Scrapbooker. Aber ich finde, die kann man auch mal schön für eine Karte verwenden oder so. Muss man ja nicht immer unbedingt alles für Scrapbooking nehmen. Dann gab es noch Stickers. Das hier sind so eine Haken, wie so Pappe. Da hatten sie auch nur noch die Sorte von, auch jeweils 1,49 €. Also ich finde es auch extrem teuer, muss ich sagen. Aber gut, man kann nicht immer alles mit Action vergleichen. Dann einmal die. Die habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Da hat sich einmal meine Tochter schon eingekreist. Dann die, das ist so ein bisschen wie Schaumstoff, Schaumgummi, wie auch immer. Und dann noch diese drei. Die fand ich total toll. Wenn sie nicht so teuer gewesen wären, hätte ich mir von jeder Sorte noch mal mitgenommen, weil ich die echt schön finde. Die kann man super für den Terminkalender oder andere Sachen verwenden oder auch für Karten. Die habe ich mitgenommen. Ja, und das war es dann auch schon. Also wie gesagt, und meine Mutter hat noch bekommen den Papierblock. Den gab es noch für 3,99 €. Was sie leider nicht mehr hatten, waren diese Klebepunkte. Die gab es nicht mehr. Und was hatte meine Mutter noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also wenn ich das nochmal von meiner Mutter kriege, das Paket, dann mache ich dann nochmal ein Mini-Video drüber und dann zeige ich euch das nochmal. Aber da habe ich mich tierisch drüber gefreut, dass ich die bekommen habe. Und vor allen Dingen mit diesem Schablon. Also wie gesagt, wer die gerne noch haben möchte, 2 Sets habe ich noch, kann sich gerne melden. Kein Problem. Dann wollte ich euch noch zeigen, eigentlich bin ich da kein Fan von, das großartig bei YouTube oder in Videos zu machen, aber die Tage kam bei meiner Schwiegermutter noch eine AliExpress-Lieferung. Ich musste das leider alles zu meiner Schwiegermutter schicken lassen, weil AliExpress meine Adresse nicht angenommen hat. Erkennt er nicht. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, ich habe auch Stempel bestellt, aber die werde ich hier nicht zeigen, weil ich keine Lust habe, dass es heißt, das sind Plagiate und so. Man weiß immer nicht, was ist ein Plagiat und was ist kein Plagiat, weil alle Firmen kennt man halt auch nicht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde keine Stempel zeigen, aber die Stanzen. Und ich kann euch jetzt aber nicht alle zeigen, weil ich habe schon so viel. Ich habe auch bei Wish schon so viel bestellt. Aber ich wollte euch gerne mal die zeigen, die in letzter Zeit gekommen sind und die ich jetzt heute abgeholt habe, wo ich mich tierisch drüber gefreut habe, weil die echt Wahnsinn ist. Wir fangen mal an. Und zwar sind heute die beiden gekommen. Ich muss mir mal ein Blatt Papier holen. Dann könnt ihr das besser erkennen. Einmal diese. Das sind ja so Wolken. Es ist zwar immer sehr klein alles, muss ich sagen. Aber ich finde, da kann man auch schon eine schöne Karte so mit Wolken und so weiter machen. Und da sind sogar diese Vögel noch mit bei und Mini-Wölkchen und so. Und fragt mich aber nicht nach dem Preis. 1 Euro. Noch was. Dann diese. Da war ich ehrlich gesagt sehr erschrocken, weil die sind sehr, sehr klein. Bei Ali selbst auf dem Foto wirkte das wesentlich größer. Aber dadurch, dass es ja auch der Rahmen und so alles bei ist, wird das mal eine Mini-Mini-Karte, habe ich mir so gedacht. Und ich habe sowas hier immer noch mal gesucht, weil gerade für diese Rockerkarten finde ich, dass man da mal so eine Welle oder so ein Berg oder irgendwie sowas machen kann. Und ich hatte noch mal auf der Ali-Seite geguckt. Also die hatten da super Ideen mit bei, was man damit machen kann. Und von daher, ich kann es benutzen, aber ich hätte es mir gern ein bisschen größer gewünscht. Aber das ist so einiges, was ich mir bestellt habe jetzt in letzter Zeit, wo ich gedacht habe, boah, ist das klein. Genauso wie die. Genauso klein. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt genau. Das kann auch sein, dass das zum Beispiel Joom war. Ich habe auch bei Joom ein bisschen was bestellt. Aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Ja, die ist auch sehr klein. Das wirkte auf den Bildern auch viel größer. Aber man kann es trotzdem benutzen. Die habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Die, was ich schon getestet habe, ist, und zwar die, ich zeige euch das mal. Die Herzstanzen, die sind auch gekommen. Und da habe ich jetzt hier noch mal ein paar von. Die habe ich auch mal ausgestanzt. Diese Herzen. Und ich finde ja diesen, kann man das erkennen? Diesen Stitchrahmen finde ich ja so toll. Oder diesen Stitchrand.
Und ich war echt begeistert, dass das so viele waren. Und doch so schön groß auch. Und auch diese kleine hier noch. Und die Stanzen wirklich super. Also man hat ja auch ganz oft Stanzen, die überhaupt nicht funktionieren. Ich habe auch eine Stanze, die kann ich euch mal zeigen, weil ich die hier gerade habe. Die habe ich mir bei Wish bestellt. Und die stanzt überhaupt nicht. Die stanzt überhaupt nicht. Ich kriege da kein vernünftiges Bild raus. Es ist natürlich auch sehr fein und sehr filigran, aber das funktioniert überhaupt nicht. Also die ist eigentlich, ja, hätte ich mir klemmen können. Schade, aber ist so. War auch nicht teuer, aber trotzdem, ärgerlich ist es trotzdem. Aber dafür diese Herzstanze hier, die funktioniert super. So, ich räume mal kurz auf. Die. Dann habe ich mir noch, ich muss mal gerade sortieren, diese hier. Falls ihr euch jetzt fragt, ich habe benutzt immer von Avery L diese Stempelhüllen. Und dann hole ich mir bei Action diese Magnetplatten, dieses Magnetfotopapier und schneide mir das hier zurecht. Das sind, glaube ich, 17 mal. Ach, keine Ahnung. Also, wen das interessiert, der muss mir sonst mal schreiben. Ich wollte aber auch noch mal ein Video machen und das noch mal zeigen und erklären. Kann man sich ja auch ausmessen und das ist super. Gerade für die etwas größeren Stanzen funktioniert, ist das eine super Idee. Und zwar hatte ich mir die bestellt und die. Und diese hier ist total schick. Das wollte ich euch mal zeigen. Ups. Die sind. Oh, man sieht das gar nicht. Moment. Ich räume das mal hier ein Stückchen hoch. Die sind richtig toll. Ja, also richtig schick und super ausgestanzt. Ich musste nur noch ganz bisschen mit dieser Bürste rübergehen, damit ich diese kleinen Pünktchen hier überall raus hatte. Super toll ausgestanzt. Hätte ich nicht gedacht und finde ich richtig, richtig schick. Und Moment. Zieh das mal kurz hier ab. Das klebt alles so zusammen. Und die habe ich auch. Die habe ich auch einmal ausgestanzt. Das ist das hier. Funktioniert auch super und da war ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, das sind große. Ich werde mir jetzt nächstes Mal bei Kreativbund einmal die großen bestellen, weil ich suche immer noch Stanzen, die so dieses Kartenformat ausstanzen, dass man so ein hübsches Stitch-Muster hat, hat der ja hier auch wieder und diesen Rahmen und so. Ich finde das so schick und da kriegt man von Ceralis oder wie auch immer die heißen, gibt es ja die ganz großen und die werde ich mir nochmal bestellen. Ich meine, ich kann das gebrauchen und das Witzige war, ich habe mir die sogar doppelt bestellt. Also von daher, wenn da irgendwie Interesse besteht, ich habe hier noch einmal über, dann gebe ich die gerne ab. Die habe ich mir natürlich doppelt bestellt. Und ja, das waren einmal die. Wie gesagt, funktionieren beide super. Ich muss mal hier kurz Platz machen. So. Dann, nee, die kam weg. Das ist eine von Action, die brauche ich euch nicht zeigen. Und dann kam noch jetzt die Tage einmal die. Funktioniert auch super. Habe ich jetzt hier gerade was liegen? Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich aber schon eine probiert. Ich habe diese kleinen hier genommen. Ah, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Ich wollte eigentlich noch mal ein separates Kartenvideo machen. Aber und zwar habe ich hier die Osterkarte gemacht. Und das hier ist diese kleine Stanze. So, ich packe die schnell wieder weg. Das habe ich dann aus der hier gemacht. Und die auch super. Bloß wie gesagt, ich habe gedacht, die sind größer. Ich habe wirklich gedacht, sie haben so dieses ganze Format. Das wäre toll gewesen. Aber nein. Ja, so ist das halt, ne? Ich finde, das ist auch nochmal sehr schwer zu erkennen bei Ali, bei Wish und bei Joom, dass man da wirklich durchsteigt. Und jetzt kommt der Knüller. Jetzt kommt wirklich der Knüller. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Moment. Ich hätte mir das mal ein bisschen sortieren sollen vorher. Und zwar sind tatsächlich diese ganzen Stanzen angekommen. 17 Stück standen in der Beschreibung und 18 Stück waren das. Wirklich super genial. Von riesengroß. Ich zeige euch das mal. Ich hatte sie mir schon so schön sortiert. Von riesengroß bis klein. Das ist die kleinste. Und ich bin wirklich gespannt. Ich hatte gelesen, dass die bei einigen nicht in die Big Shot reinpasst. Ich
mach mal kurz, guck mal kurz, ich habe die Big Shot, die große, und wollte eigentlich mal gucken. Jetzt muss ich gerade mal gucken, welches der größte Rahmen hier ist. Aber ich glaube, das ist schon der größte. Doch, es passt. Dann hat diejenige wohl die kleine Big Shot. Ich habe ja die große, die DIN A4, und es passt. Ich habe schon gedacht, oh Gott, wie passt das überhaupt? Weil die Rahmen echt riesig waren. Aber es passt. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil endlich ist mal was gekommen, was der Beschreibung auch entsprochen hat. Weil wirklich das mal große Stanzen sind. Ich suche ja schon Ewigkeiten große Stanzen. Und wenn ich jetzt die noch als Rechteck kriegen würde, wäre ich super glücklich. Vielleicht kann mir da mal irgendeinen Tipp geben, wo man die vielleicht bei Ali oder bei Wish oder irgendwo, wo man die da finden kann. Wie gesagt, ansonsten bin ich echt gezwungen, muss ich sie mir teuer für 20 Euro kaufen. Diese Ceralis oder wie die heißen. Aber die haben halt nicht diesen einfachen Stitch-Rahmen, sondern die haben diesen Double-Stitch. Aber es wäre auch egal, aber ne. Sowas suche ich aber noch als Rechteck. Also praktisch wie diese hier. Oh, ich finde das nicht. Aber ich habe mich schon mal über die Vierecke gefreut. Mal sehen, was ich daraus machen werde. Super genial. Und, achso, eine Sache habe ich noch. Einmal hier diese Klebepunkte habe ich mir gekauft. Auch bei Ali. Die waren natürlich noch in so einer Tüte drin, ne? Für 1 Euro. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch nicht probiert, aber die werde ich mir nochmal bestellen, weil die kann man immer gebrauchen. Und ich habe gedacht, für 1 Euro kostenloser Versand, ja, kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, wer Interesse dran hat, ich hätte einmal abzugeben, weil ich es doppelt gekauft habe. Ärgerlich, aber es ist so, der kann mir ruhig Bescheid sagen. Ja, dann wollte ich euch noch sagen, auf Wunsch von meiner lieben Freundin, die auch immer meine Videos guckt, liebe Grüße, werde ich jetzt die Tage mal eine Roomtour machen durch mein Zimmer. Ich habe ja doch schon einige Sachen und auch gut sortiert und so weiter und so fort. Und da werde ich mal eine Roomtour machen. Ich denke mal, das werde ich jetzt die Tage mal machen. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen, es ist doch an einigen Stellen ein bisschen chaotisch. Und dann werde ich euch mal mein Bastelzimmer zeigen. Vielleicht lasse ich mich dann auch mal vor der Kamera blitzen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin so ein bisschen kamerascheu. Aber mal sehen. Wenn nicht, führe ich euch rüber. Ich muss mich ja nicht unbedingt zeigen. Ja, das kommt. Und ich habe wieder eine Explosionsbox fertig. Und ich hoffe, dass ich das nochmal diesmal dann mal schaffe, die abzudrehen. Da fehlt nur noch ein bisschen Außendeko dran und dann werde ich davon mal ein Video machen und dann kommt das auch nochmal hoch. Ja, das war's. Genug gesappelt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir wieder ein Däumchen da und vielleicht auch ein Abo und dann freue ich mich aufs nächste Video. Vielleicht meine Roomtour, wer weiß. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten. Bis dann, eure Miss Paper Needle. Tschüss.